So, guten Morgen, mein Lieben. Ich hoffe, dass der Kaffee ist bereit und das Brot ist auch da auf dem Tisch. Ist ja nichts da. Hey, hat man mich gerade auf den Kopf gehauen da, oder was? So, meine lieben Freunde, willkommen zum vierten Part von Elex. Ich hoffe, dass die Framerate einigermaßen okay ist, denn ich bin im Hintergrund den dritten Part gerade am Rendern, aber sollte eigentlich gut sein, der ist gerade bei 70 FPS, also die Framerate ist gerade bei 70 FPS. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben dem Wachmann unten am Tor, haben wir sein Bierchen gebracht, da hat er uns übers Ohr gehauen, der kleine Scherzkeks, aber im Gegenzug legt er jetzt ein gutes Wort beim guten alten Häuptling hier ein für uns. Für 200 Splitter, also ja, das ist schon teuer, aber ich hoffe, das bringt uns was. Dann würde ich fast schon vorschlagen, dass wir uns zum Kriegerviertel begeben, wo auch immer das sein wird, um da mal ein bisschen auf die Kacke zu hauen, möchte man sagen, ne? Also gut, weil ich habe keinen Bock, irgendwelche Handwerksarbeiten oder irgendwelche sonstigen Arbeiten zu machen. Guck mal, was haben wir denn hier? Mit dem kann man reden? Nee. Ich habe keine Zeit. Weißt du, er sagt, ich soll mit den Setzern oder mit den Werkern reden, aber die haben alle keine Zeit, wenn ich mit denen quatschen will. Ey, der Regen regt mich auf. Wartet mal kurz. Ich leg mich mal kurz ein Stündchen aufs Ohr. Der hat doch sicher ein Bett hier, oder? Ja, guck da. Lass mich da mal reinlegen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So, guten Morgen, mein Lieben. Ich hoffe, dass der Kaffee ist bereit und das Brot ist auch da auf dem Tisch. Ist ja nichts da. Hey, hat man mich gerade auf den Kopf gehauen da, oder was? So, oh, das ist ein Wetter, hä? Sehr schön. Dann schauen wir doch jetzt mal, was wir als nächstes tun können. Okay. So. Hallo. Hey du. Wenn du hier bist, um mich von der Arbeit abzuhalten, kannst du gleich wieder gehen. Nö. Jeder will etwas und ich soll es liefern. Aber darauf, wie ich das bewerkstelligen soll, weiß keiner eine Antwort. Um den Kampf gegen diese emotionslosen Alps zu gewinnen, braucht es mehr als eine Axt. Aber ein bisschen Kopfrechnen ist schon zu viel verlangt. Sollen sie mit ihren Zaubersprüchen doch das Zeug ran schaffen? Ich kann es jedenfalls nicht. Beruhig dich erstmal. Beruhig dich erst einmal. Ach, tu doch nicht so, als hättest du Mitleid. Typen wie dich interessiert doch nur unsere Magie und nicht die Probleme der einfachen Leute. Aber was bringt mir die Zauberei, wenn ich Hunger habe? Ich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden. Auch wenn uns die Magie vor den Gefahren da draußen schützt, ersetzt sie keinen vollen Magen. Was kann ich bei dir kaufen? Was kann ich bei dir kaufen? Ach, alles Mögliche. Aber meistens liefert man mir leider nicht das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das Zeug kannst du von mir aus. Ja, da muss man ein bisschen auf die Kacke hauen, ne? Merke dir meine Worte. So. Diese Stadt braucht mehr Planung, sonst wirtschaften wir uns noch selbst zugrunde. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Rüstungen gibt es nur bei unserem Rüstschmied. Allerdings nur für diejenigen, die sich uns angeschlossen haben. Die meisten wollen natürlich gleich den Panzer eines Erzberserkers tragen. Aber der kostet. Ich meine damit nicht unbedingt Elexit. Man muss auch einiges für die Gemeinschaft getan haben. Das heißt? Wenn du dich uns anschließt, wirst du dich vom Setzer an hocharbeiten müssen. Ich würde es begrüßen. Das sind die Ränge. Schließlich ist Arbeit auf mehreren Händen besser verteilt als auf wenigen. Okay. Erstmal will ich schnell... Ich will handeln. Gut. Mal gucken, was die hat. Sieh dich nur um. Das letzte Mal hatte die nämlich Holzpfeile. Genau, 50 Stück. Dann können wir nämlich mit dem Bogen ein bisschen rumschießen hier. Das ist toll. Das ist sehr toll. Ein Beil, das haben wir noch. Genau, das weiß ich. Gut, das reicht mir auch schon. Sonst gebe ich wieder zu viel Geld aus. Oh, ich hatte noch was entdeckt, genau. Ich will handeln. Gut, sieh dich nur um. Die Kapuze wollte ich haben, genau. Guckt, Leute, guckt. Immer dieser Technikkram. So, anziehen das Ding und jetzt sieht's geil aus, sage ich euch. Hier, nur mit Bogen in der Hand. Mit Waffen spielt man... Sieht aus wie Robin Hood. Ups. Jo, die packt gerade eine Armbrust aus. Die will ich haben. Steckst du in Schwierigkeiten? Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack. Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt.
Warum erzähle ich dir das überhaupt? Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Kann ich helfen? Ja, vielleicht kannst du das tatsächlich. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon 100 Mal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist, sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Also zu Angrim. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Ich schreibe mir das jetzt ernsthaft auf, weil ich die Namen mir nicht merken kann. Ich rede mal mit Angrim. Ich rede mal mit Angrim. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Okay. Wo ist denn dieser Angrim? Sag mal her, steht das vielleicht in meinem Tagebuch drin, ne? Sinda erwartet Essensnachschub aus dem verbotenen Wald. Angrims Leute von Eisenclan waren damit beauftragt, aber sie liefern aus irgendeinem Grund nicht mehr. Ich sollte mit Angrim reden und fragen, was los ist. Okay. Ich find's natürlich so mega geil, dass mir nicht mal gesagt wird, wo der ungefähr ist. Aber gut, dann lassen wir das halt jetzt mal so, wie es ist. Lass die Technik lieber stecken. Okay, das sind so die Ränge anscheinend, so Krieger, Setzer. Hast du nicht gesehen? Ich glaube, ich muss echt gucken, dass ich mit allen möglichen rede, die abseits dieser komischen Standardnamen haben, weil die werden mir auch auf der Karte dann angezeigt. Aber jetzt soll ich erstmal mit dem Angrim reden und ich habe natürlich gar keine Ahnung, wo der ist. Oh, Leute. Elexit. Oder? Ja, schon. Oh, doch. Ah, das sind zum Klettern. Ach, Mann. Okay. Angrim. Bist du Angrim? Ne, Jora. Hey. Was hast du da? Wovon redest du? Dein Arm beherbergt Technik. Woher hast du die? Gibt es ein Problem? Gibt es ein Problem? Ja. Ein Problem, das ich gerne vermeiden möchte. Ich habe den Vorsitz über die Werker und bin Mitglied des Eisenclans. Oh, das ist einer von den Eisenclans. Und als solches sage ich dir, dass wir fremde Technik nicht dulden. Soll das ein Befehl sein? Soll das ein Befehl sein? Oh, habe ich den Eindruck gemacht, als wollte ich dir einen Befehl erteilen? Es ist lediglich ein Rat, der dir das Leben hier erleichtern wird. Aber gut, ich wollte dir nur vermitteln, dass Technik wieder dem Gesetz ist. Über dein Gerät will ich nun für den Anfang hinwegsehen. Scheiß auf dich. Wird der mir jetzt markiert? Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum. Toll. Kommt der jetzt rein oder kann ich den Stein in Ruhe klauen? Ich klau das Zeug. Oh, guck mal, das ist eine Truhe. Ah, die kann ich aber nicht aufmachen. Ah, ja, gut. Angrim, genau, den suchen wir. Ja. Wird mir nicht gesagt, wo? Regt mich auf. Ornir. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du für oder gegen die Gesetze? Ja, einfach mal dafür, komm. Dafür. Interessant. Wer bist du? Bla bla bla. Ach komm, nee. Ich dachte, mir zeigt sie dann wenigstens auf der Karte an, aber hier liegt überall Geld am Boden. Aber das bringt mir nichts. Ich muss diesen blöden Angrim finden. Jora. Wer bist du? Ein normaler Werker. Du bist? Ein Werker. Ah, Angrim, Angrim. Wo könnte ich den finden? Ach was. Born. Hier sind wir in der komischen Schenke. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das riecht nach Ärger. Ja, ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Digga. Ich weiß schon, was ich mache hier. Angrim. Wollen wir mal ein bisschen raus hier und wir mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Das habe ich ja schon gesagt. Wer bist du? Eine Wache. Wache. Angrim, Angrim. Wo ist unser Angrim? Eine Wache. Doch, das werde ich. Du bringst dich irgendwann noch selbst in Gefahr. Die Jagd nach Viechern ist harmlos. Vertrau mir. Auch nicht. Ach, wegen den Fremden? Glaub mir, die anderen Gemeinschaften sind nicht so schlecht, wie Angrim sie macht. Angrim? Er und sein Eisenclan. Die können mich alle mal.
Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Wer ist denn das? Hey, warte mal einen Augenblick. Du machst dich doch nicht mit den Dieben gemein, oder? Nö, wie kommst du denn auf das? Pass auf, was du von dir gibst. Pass auf, was du da von dir gibst. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Du hast vor kurzem ein paar Klerikerwaffen aufgespürt, richtig? Du bist mir gefolgt. Das war nicht nötig, aber das ist ein anderes Thema. Diese Waffen gehören nicht in die Hände der Berserker. Ich will sie zurück zu meinen Brüdern bringen. Und ich würde es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du sie mir gibst. Komm, ich geb's ihm. Alles hat seinen Preis. Alles hat seinen Preis. Ich biete dir eine Menge Elixit, wenn du sie mir gibst. Machen wir doch. Du würdest das Richtige tun. Bedenke, sie gehören den Klerikern. Gut, du sollst sie haben. Gut, du sollst sie haben. Kluge Entscheidung. Ich wusste, dass man mit dir reden kann. Hier, ich halte mein Wort. Das sollte für einige Zeit deine Ausgaben decken. 300 Splitter erhalten. Sehr schön. Ein bisschen Cash kann man immer gebrauchen. Ey, das regnet uns aber auch andauernd hier. Eine Wache. Wir suchen aber immer noch den Angrim. Da ist unser Freund. Aber mit dem will ich jetzt noch nicht reden. Ein Hammer und... Ach, bringt mir alles nicht wirklich was. Guck mal, mit so Flaggen hier. Nee, auch nicht. Bist du Angrim? Nee, du bist eine Heilerin. Oh, das bringt mir aber auch nichts, weißt du? Wenn mir das nirgends angezeigt wird, wo ich hin muss und so Zeug. Hier haben wir nochmal so eine Hütte mit so Flaggen dran. Wer ist das? Angrim. Also diese Flaggen sind wahrscheinlich die Clanhäuser. Gut, reden wir mal mit dem. Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Was heißt das jetzt für mich? Und was heißt das jetzt für mich? Sagen wir einfach, ich habe immer ein recht genaues Bild von dem, was in Goliath vor sich geht. Also lass dich besser von deiner Vernunft leiten, statt irgendwelchen Versuchungen nachzugeben. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Okay. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller. Sinda schickt mich. Sinda schickt mich. Sinda? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jora denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen. Ach, dieser Faulenzer. Was ist jetzt mit der Lieferung? Was ist jetzt mit den Lieferungen? Ich habe Jora damit beauftragt, zu Sinda zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jora kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Einem Unhold? Von einem Unhold? Ja. Bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sinda wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Ah, du Pussy. Sag ihr das. Okay, ich sehe schon. Dann werde ich halt diese Aufgabe übernehmen, wenn es denn möglich ist. Jetzt rede ich erstmal mit der Sinda und richte ihr das aus, damit die Gewissheit hat. Ich muss mich hier echt noch ein bisschen zurechtfinden. Aber langsam weiß ich ein bisschen, wo was ist.
will nichts mehr davon hören. Wegen dir kriegen wir noch Ärger. So. Cinder, Cinder. Du, 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 du. Die ist genau in dem Gebäude da. So. Schimmeliges Brot. Abgeschlossen, nicht zum Verzehr geeignet. Wieso habe ich einfach mal 200 Dings bekommen? Erfahrungspunkte. Ein Pfeil. Ja, sehr cool. So, Ratte. So eine Ratte. So kriegt man auch Erfahrungspunkte. Okay, das lohnt sich fast gar nicht so wenig, wie die geben. Okay, da ist sie. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Ich habe mit Angrim gesprochen. Ich habe mit Angrim gesprochen. Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Ich könnte für dich gehen. Ich könnte für dich gehen. Du? Ich weiß nicht. Es ist ja nicht nur eine Lieferung, die ich brauche. Du wirst mir schon jeden Tag mindestens 5 Lieferungen bringen müssen. Nein, nein, das ist nicht die Lösung. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Oh Mann. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Okay. Dann werde ich mal zu Ragnar gehen. Das ist ja sowieso der Boss von der ganzen Hütte. Und rede mal mit dem. Der ist ganz oben. Du, 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 du. Ich will endlich mal ein bisschen kämpfen, Mann. Ich finde das ein bisschen schade, dass man da so viel reden muss jetzt erstmal. Aber das kommt schon, Leute. Ich bin mir da ganz sicher, das kommt schon. Ich kann ja nicht einfach raus in die Wildnis rennen. Ragnar. Du, 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 du. So, jetzt noch weiter hoch. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Der Duras hat dann nachher auch einen Auftrag für uns. Ungefähr so weit war ich jetzt das letzte Mal gewesen, bevor ich jetzt wieder von vorne angefangen hatte. Das heißt, eigentlich relativ alles ab jetzt ist für mich auch neu. So, sei gegrüßt, Ragnar. Was meine Unterstützung angeht, ich frage erstmal das da. Was meine Unterstützung angeht. Ah nee, das kommt zu spät. Später. Ich komme von Cinder. Ich komme von Cinder. Und warum kommt sie nicht selbst? Ist auch egal. Was will sie? Sie braucht neue Leute, die die neuen Lieferungen aus dem Wald bringen. Ist das nicht der Job des Eisenclans? Ach, ich will es gar nicht wissen. Die Nebelkrähen haben jedenfalls keine Krieger, die sie entbehren können. Versuch es beim Hammerclan. Warlord Cormac ist dafür dein Mann. Also Cormac. Cormac. Keine Ahnung, ob ich das richtig geschrieben habe. Ich frage den jetzt trotzdem noch, was ich tun kann. Was meine Unterstützung angeht. Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Hör dich in der Stadt um. Meine Leute haben allerhand zu tun und stoßen immer wieder auf Probleme. Der ein oder andere scheint damit überfordert zu sein und tut Dinge, die nicht im Sinne des Gesetzes sind. Geh ihnen zur Hand und halt dich an unsere Regeln. Das bedeutet? Tue nichts, was unsere Gesetze verbieten. So einfach ist das. Gibt es sonst noch etwas, was ich für dich tun kann? Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Iodor auf. Iodor. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Hält Iodor sich auf? Wo hält sich Iodor auf? Südlich von hier, unterhalb Goliaths, wirst du ein Weltenherz finden. Es dauert zwar eine Weile, bis du dort bist, aber so liegen die Dinge nun einmal. Wenn er nicht gerade Futter für die Biester geworden ist, solltest du dich dort nach ihm umsehen. Oh, da gehe ich hin, da kann ich wenigstens mal ein bisschen raus hier. Machen wir das zuerst.
Super, da gehen wir doch hin, komm. Oh, guck mal hier. Ganz cool. Südlich, hat er gesagt, ne? Man sieht nicht zufällig auf der Karte. Nee, na gut. Nicht so schlimm. Da geht's ein bisschen runter. Also der Jetpack ist echt schon mega nützlich. Oh, wenn das nicht sogar der schon da unten ist. Das sind auf jeden Fall zwei Leute. Feindlich sind die nicht. Doch, die sind feindlich. Scheiße. Also gut. Oh shit. Doch, die sind auf jeden Fall feindlich. Gut, es hat natürlich gerade gespeichert zum Glück, glaube ich. Oh, wir sind auch schon bei der Zeit angekommen. Leute, ich muss leider schon den Part jetzt wieder beenden. Beim nächsten geht's auf nach zu Eodor, um mit dem Mann ernstes Wörtchen zu reden. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten, ist mir eigentlich egal. Hauptsache ein Däumchen. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Teil wieder ein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haltet die Ohren steif.